VR/Plays, das Internet-Event des Jahres. Eine sich erweiternde Leinwand, wo jeder Nutzer alle 5 Minuten einen Pixel platzieren kann. Es war ein April-Scherz von Reddit. Und nachdem es 2017 von allen Leuten gefeiert wurde, wurde es 2022 wiederholt. Doch als es dieses Jahr im April nicht kam, dachten viele, dass es nicht passiert. Doch im Juli war es endlich wieder soweit. Und ich werde euch meine Erfahrung mit VR/Plays schildern. Es begann alles am 20. Juli mit einer komplett weißen Leinwand. Nach ein paar Minuten konnte man schon sehen, dass einige Communities sich ausbreiteten. Wie auch hier die deutsche Flagge. Auch die Franzosen machten sich schnell ans Werk und bauten ihre Flagge. Eines der Leitmotive des diesjährigen VR/Plays war Fuck Spätz. Spätz ist der Username von Reddit-CEO Steve Huffman. Dieser hatte zuvor Third-Party-Apps verboten und damit die ganze Community verärgert. Deutschland machte bei diesem Protest auch mit und schrieb auf ihre Flagge ein ganz großes U-Spätz ist ein Hurensohn. Damn! Außerdem verwandelten die Deutschen die indische Flagge kurzer Zeit in das Togo-Logo. Und noch viele weitere Sachen wurden über den Rest des Tages gebaut, wie zum Beispiel der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? No! Das Profilbild des YouTubers Jules und das TÜV-Logo. Mein persönlicher Favorite-Moment war, als die Deutschen in Schwarz-Rot-Gold Götze auf die argentinische Flagge geschrieben haben, in Anlehnung an das Spiel gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2014. Tag 2 beginnt. In der Nacht zuvor haben die Deutschen noch ein paar Kunstwerke auf ihre Flagge gebaut und im Süden noch weitere Deutschlandflaggen errichtet. Doch plötzlich um 4 Uhr morgens erweiterte sich die Leinwand. Und die Deutschen haben natürlich getan, was sie am besten können. Sobald sich die Leinwand erweiterte, wussten die Deutschen, was ihre Mission war. Alles, was weiß war, in Schwarz-Rot-Gold verwandeln. Die obere deutsche Flagge kommt den Franzosen zuvor. Doch die untere Flagge schafft's leider nicht. Die Argentinier versuchten sich durchzubohren durch die deutsche Flagge, doch sie wurden schnell zurückgeschlagen. Und ab sofort war allen klar, dieser Bereich ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und sie würden es verteidigen, mit allen Mitteln. Manche von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey Loki, warum sind die Deutschen um 4 Uhr morgens so verdammt schnell und effektiv? Nun, das ist eine gute Frage, sehr geehrter Zuschauer. Die Antwort ist die Nachtwache. Ey, ich schwör's euch, da draußen ist die ganze Zeit irgendein Hund, der die ganze Zeit rumbellt. Kann ja mal aufhören. Ich finde, dies ist genau der perfekte Moment für eine Werbepause. Boom, kennen Sie das auch? Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie hauen richtig krassen Content raus. Doch nur 9% Ihrer Zuschauer haben Sie abonniert? Kennen Sie nicht? Nun, dann habe ich die Lösung. Drücken Sie den Abonnierknopf auf meinem Kanal für mehr hochqualitativen Content. Hey, was machen Sie in meinem Haus? Oh, scheiße. Ey! Wo waren wir? Ach ja, Ausbreitung, Nachtwache. Die Nachtwache ist die Elite-Truppe der Deutschen. Sie ist wach, wenn das Volk schläft. Es ranken sich viele Mythen und Legenden um sie. Sie wird von allen gefürchtet, doch ihr umstrittenster Einsatz kommt noch. Nach dem gescheiterten Angriff der Argentinier konnten sich die Deutschen wieder auf Kunst konzentrieren. Die Deutschen stellten am unteren Teil ihrer Flagge ganz viele Züge auf. Auf der Grenze zu Frankreich wurde ein TGV platziert, um ihre Freundschaft zu zeigen. Doch es gab nicht nur Frieden. Die Pläne der Deutschen wurden auf ihrem Discord-Server koordiniert. Doch manche Leute hielten sich nicht an die Pläne. Manche Leute waren etwas radikaler. Ein paar Leute schafften es, die französischen Linien zu durchbrechen und eine Deutschlandflagge zu bauen, jedoch wurden sie schnell zurückgedrängt. Dieser Angriff wurde nicht vom Oberkommando genehmigt und beeinflusste die deutsch-französische Beziehung. Diese Radikalen würden Deutschland später in einen grausamen Bürgerkrieg stürzen.
Um 20 Uhr abends erweiterte sich die Leinwand wieder. Und die Deutschen, nun ja. Die Deutschen sicherten sich ihre Territorium wieder in Lichtgeschwindigkeit. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich das Wort Deutschland oder die Deutschen oder so ganz schön oft sage. Falls jemand von euch langweilig ist oder unendlich viel Zeit hat, bitte schreibt mal unten in die Kommentare, wie viele Mal ich, keine Ahnung, Deutschland oder die Deutschen oder so gesagt habe. Die Deutschen bauten weitere Kunstwerke, wie zum Beispiel das Tagesschau-Logo oder ein Airbus. Plötzlich formte sich auf der französischen Flagge ein komisches Monster. Und die Deutschen haben es vertrieben. Gaben sie das Gebiet an die Franzosen zurück? Nope. Und das, liebe Kinder, nennt man Imperialismus. Die ganze Community hasst Deutschland dafür. Aber hey, die Franzosen machen es auch, also who cares? Fuck you, France. Okay, die nächste Erweiterung werde ich ein bisschen speedrunnen. Und die Deutschen nun ja. Friedericus Rex, unser König und Herr. Er rief seinen Soldaten allesamt ins Gewehr. 200 Bataillons und an die 1000 Schwadronen. Und jeder Generation kriegt 60 Patronen. 2. Die Deutschen haben 2 neue Flaggen gebaut. Das ist ein neuer Rekord. Doch der Erfolg war kurz gelebt, da die oberste Flagge angegriffen wurde. Jedoch, als die Nachtwache es bemerkte, haben sie kurzen Prozess gemacht. Eines der besten Artworks der deutschen Community war Bernd das Brot als Thanos. Dies wurde auf der obersten Flagge ganz links platziert. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! Der Abend des vierten Tages war da. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nur ab und zu in Place reingeschaut und ab und zu ein oder zwei Pixel mal platziert, um die deutsche Flagge zu verteidigen. Doch an diesem Abend wollte ich wirklich etwas tun und den Deutschen so richtig helfen. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. Um 20 Uhr abends erweiterte sich die Leinwand. Die Vietnamesen waren einer der ersten, die ihre Flaggen dort bauten. Durch reinen Zufall bauten auch die Amerikaner ihre Flagge direkt darunter. Ich weiß, was ihr von 55 bis 75 gemacht habt. Den Deutschen gefiel dies jedoch nicht. Und so verwandelten sie die Vereinigten Staaten von Amerika ganz schnell in die Vereinigten Staaten der Bundesrepublik Deutschland. Doch dies wurde leider schnell wieder rückgängig gemacht. Einmal bitte F in den Chat. Und was war mit den Rest der Deutschen? Nun, manche bauten noch eine weitere Flagge im Süden. Ich benutze hier mit Absicht das Wort manche, weil dieser Angriff wurde nicht vom Oberkommando genehmigt. Und tatsächlich waren es nicht die Deutschen, sondern die radikalen Deutschen, die dies begangen haben. Die Begründung des Oberkommandos war, dass wir schon genug Platz haben und die kleineren Communities noch ein bisschen mehr Raum gelassen werden sollte. Deutsche versuchten, die deutsche Flagge zu zerstören, doch die radikalen Deutschen versuchten, sie zu verteidigen. Es herrschte Bürgerkrieg. Schließlich wurde die Flagge von kleineren Communities besiedelt. An der Stelle, wo im Bürgerkrieg am meisten gekämpft wurde, wurde ein Bilderrahmen errichtet. Da hinein wurde ein Bild von der deutschen Märzrevolution von 1848 platziert. Außerdem durften sich dort kleinere Communities niederlassen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, verehrter Zuschauer. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Fernseh gucken? Ein Buch lesen? Videospiele spielen? Oder du nimmst einfach Polen ein? Es ist jetzt 16.15 Uhr und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Weiter im Osten wurde eine Europakarte erbaut. Alle Länder sind vertreten, bis auf einige Ausnahmen. Die Deutschen fingen damit an, eine Seelandungsoperation bei Mallorca zu unternehmen und die Insel schnell einzunehmen. Und siehe da, es hat geklappt. Jede vernünftige Person würde jetzt denken, okay, ihr habt jetzt Mallorca, jetzt reicht's, könnt ihr aufhören. Aber die Deutschen hatten andere Pläne. Aufgepasst, meine Herren. Wie heißt dieser Ort, auf den ich gerade zeige? Sir, das ist Kaliningrad. Das ist tatsächlich Königsberg und es ist rechtmäßiges Staatsgebiet von natürlich Deutschland. Und so wurde der Beschluss gefasst. Aus Kaliningrad wurde nun offiziell Königsberg. Viele Leute dachten jedoch, dass Königsberg nicht genug war. Also wurde der Beschluss gefasst, ganz Polen einzunehmen. Durch diese Entscheidung trat jedoch auch Frankreich in den Krieg ein. Doch wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, hatte Frankreich nicht wenige Feinde. Im Nordwesten versuchte eine Region ihre Unabhängigkeit zu bekommen. Andererseits war Deutschland auch nicht ganz aus der Gefahrenzone.
Bayern versuchte nämlich seine Unabhängigkeit zu bekommen. Doch dies wurde recht schnell verhindert. Oh, armer Markus Söder. Nicht traurig sein. Was ist das eigentlich immer mit mir, Logo und deutschen Politikern? Logo, du musst Strom sparen. Robert Habeck ist da. Und Robert Habeck steht vor deiner Tür und wartet, bis du den Strom wieder ausmachst. Die Kämpfe wurden fortgeführt bis zum Ende von Place. Jedoch werden wir jetzt woanders hinschauen. Vor dem Grande Finale sollte es noch zwei Erweiterungen geben. Grün ist unser Fallschirm, rot das junge Herz, stille unsere Waffen sind aus deutschem Herz. Die deutschen Flaggen wurden auf beiden Seiten noch einmal erweitert. Außerdem wurde auf der rechten Hälfte mit Hilfe von anderen Communities noch ein ganz großes Fuck Spätz platziert. Dann war es auf einmal soweit. Es konnten keine anderen Farben außer weiß platziert werden. Und Place 2023 endete mit einem riesigen Fuck Spätz. Place 23 war aus deutscher Sicht ein voller Erfolg. Man war vorerst zufrieden mit den Leistungen, die erbracht wurden. Doch langsam kamen neue Probleme. Rückblende zu Nacht 4. Wisst ihr noch, wie ich euch erzählt habe, wie die Nachtwache fast ganz Europa eingenommen hat? Nun, das war nur die halbe Wahrheit. An anderen Orten auf der Leinwand wurden noch viel schlimmere Dinge vollbracht. Es ranken sich viele Mythen darum. Manche sagen sogar, ein Stuhl war involviert. Die Öffentlichkeit wollte antworten. Vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Herr 1608, was wissen Sie über den Stuhl und die Ereignisse von Nacht 4? Davon kann ich Ihnen leider nichts sagen, ich weiß leider gar nichts. Ich bezweifle auch, dass mein Kollege rechts von mir mehr weiß. Doch, in der Tat kann ich Sie darüber aufklären, was in der vierten Nacht passiert ist. Ich und andere Mitglieder der Nachtwache haben im Namen... Und nicht vergessen, liebe Kinder, was in der Nachtwache passiert, bleibt in der Nachtwache. Gute Nacht! Und was lernen wir daraus? Richtig, nichts. Das Einzige, was ich aus dieser ganzen Sache mitnehme, ist, dass ich jetzt offiziell sagen kann, dass ich in Polen einmarschiert bin. Oh, was ist denn das? Ein Abzeichen! Hier, du kannst auch eins haben!